bin Annette Arends, bin Kunsthistorikerin. Ich bin in Prag und in Wien aufgewachsen und ich zähle zu den wenigen Personen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben im Leben. Für mich war schon auf der Uni klar, dass ich mich eigentlich dem Kunstgewerbe zugewandt fühle. Gegen den Willen meiner Professoren, die immer gesagt haben, ich soll doch was Gescheites machen, wie eben die drei großen Gattungen der Kunstgeschichte, Malerei, Architektur oder Skulptur. Also das Kunstgewerbe ist immer so ein Underdog an der Uni. Aber es war einfach mein Interesse und ich bin eigentlich heute froh, dass ich mich so entschieden habe. Also einerseits ist mal hier dieses Urinteresse des Kunsthistorikers. Das heißt, dass ich, wenn ich etwas irgendwo entdecke, dass ich das aufarbeite. Dass ich mit dem Ding nach Hause komme und mich vor meine Bibliothek setze und schaue, ob ich das mit meinem fotografischen Gedächtnis abgleichen kann. Das ist also ein Teil der Arbeit. Das heißt, dass ich auch Sammlungen aufarbeite. Das heißt, ich bin der Spürhund für meine Sammler und für die mache ich dann auch Sammlungskataloge oder wie 2011 auch das Museum im Augarten. Es ist fast wie bei einem Arzt, nicht? Wenn man zugibt, dass man Hautarzt ist, werden einem sofort irgendwelche Flecken auf der Haut gezeigt. Wenn man zugibt, dass man sich mit Antiquitäten oder gar mit Besteck auseinandersetzt, kann ich sicher sein, dass irgendjemand eine Gabel oder sonst irgendwas aus seinem Ladel raus holt und mich mit der Bewertung betraut. Über Besteck finde ich erstens mal spannend das Wort per se, dass man sich ein bisschen überlegt, woher das kommt. Also das Wort Besteck kommt vom Beisteck, das heißt, das war etwas, was man bei sich getragen hat. Und zwar bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hat also nicht die Hausfrau dafür gesorgt, dass alles Besteck am Tisch liegt für die Anzahl der Gäste, sondern du hast das in deinem Köcher mitgebracht. Beim Besteck faszinieren mich dann auch einfach so Details, dass man bis ins 19. Jahrhundert oder in aristokratischen Haushalten bis heute Fisch mit zwei Gabeln gegessen hat. Also das Fischmesser per se ist eigentlich eine sehr bürgerliche Erfindung der Engländer Ende des 19. Jahrhunderts. Es gab einen Stilton-Käsestecher. Es gab sogar von der Firma Berndorf einen Löffel für den Linkshänder. Das wäre vielleicht auch heute wieder ein Thema für viele. Oder einen Löffel für den Schnurrbartträger. Da kennen wir bis heute eben nur eine Abbildung aus diesem Katalog. Den habe ich nie im Original gesehen. Den hätte ich natürlich sehr gern. Das berühmte Sauerkrautbesteck, das ich hier doch zu meinem Eigen zähle, das ist auch etwas, was die Engländer auf den Markt gebracht haben. Irgendwie skurril, weil die haben ja eigentlich kein Wort für Sauerkraut, sondern verwenden unser deutsches Wort, haben aber ein eigenes Besteck. Das ist wieder subtil, denke ich. Wenn man das erbt, ist es wahrscheinlich die letzten 100 Jahre nicht angerührt worden. Und das tut mir auch so leid, ja? Weil irgendwie entrücken diese Dinge so in die Musealität. Die wurden gemacht, um verwendet zu werden. Und so ist es auch mit dem Silber. Wenn du das regelmäßig verwendest, dann läuft es erst gar nicht an. Auf eine silberne Teekanne möchte ich sicher nicht verzichten, weil ich liebe es, Tee zu trinken. Und der Tee schmeckt anders. Man sagt auch, dass Essen vom Silberbesteck anders schmeckt, dass da auch irgendeine chemische Reaktion einhergeht, die einem das also bekömmlicher erscheinen lässt, das Essen. Aber Teekanne, ja, das macht einfach Spaß draus zu trinken. Und das ist auch eine Beschäftigung mit der Sache. Also wenn man sich mit Silber auseinandersetzt, dann kann man natürlich auch immer auf den Meister schauen. Ich sage, das ist eigentlich wie, das ist ein Urheber. Das ist wieder wie die Signatur eines Malers, gibt es beim Silber eben eine Bunze. Und die Bunze ist einerseits quasi ein Garant, dass das wirklich Silber ist. Da schaut der Staat drauf. Und die Meisterbunze ist eigentlich die Herkunftsbezeichnung. Ich kann nicht alles behalten. Also was ich auf alle Fälle mache, dass ich zumindest alles einmal verwendet habe, ja, oder eine Einladung gegeben habe, wo sich das halt um das Zeug dreht oder um dieses Ding, was ich gerade kaufen konnte. Das schon, das ist mir lustig, aber ich kann leider nicht alles behalten. Und wahrscheinlich ist das auch ein Indiz für einen schlechten Händler. Ein guter Händler kann alles sofort verkaufen. Aber ich rechne erst am Ende des Lebens ab und dann schaue ich mal, ob sich das alles ausgegangen ist.